Hallo, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir sind gerade diesem dunklen Typen auf der Spur. Aber irgendwie bin ich gerade falsch. Oh. Au, das sah schmerzhaft aus. Eigentlich wäre ich so, glaube ich, da ganz runter gegangen. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich ihm folgen soll. Komm, wir folgen dir einfach. YOLO. Ah, XXX. Sehr gut. Selbst die Tore kosten jetzt ein halbes weniger. Finde ich ja cool. Wo komme ich hier hin? Komme ich hier nicht hoch? Schade. Ach, nö. Das Wasser, wie... Oh, nö, wie mies ist das denn? Dann müssen wir halt hier runter. Ey! Scheiße. Humus Versteck. Ich habe keine Kartensteinfragment. Hey! Okay. Ich komme noch hoch. Komme ich hier... Das ist also Gummo oder wie das Ding. Ich glaube Gummo. Ori, du bewegst dich auf gefährlichem Gelände. Oh oh. Verdammt. Das hat. Ach nö. Nochmal. Ja, er geht da runter. Wow. Aua. Ja, ich mache mir selber Schaden. Ganz viel, das ist sehr intelligent. Nein, noch nicht. Hui. Das war dumm. Was ist denn Hunden? Was ist denn Hunden? Ein Lebensab. Ach, das Kartensteinfragment. Ah. Du bist auch was. Ah. Bosskampf. Okay. Oder Bosskampf? Komm hier. Noch irgendwie ein Bosskampf, keine Ahnung. Das war dumm. Wo geht der überhaupt hin? Ja, töte mich einfach instant, ist okay. Dumme, was du auch bist, Vieh. Nein, soll es nicht ruhig bin, ich konzentriere mich. Ein Ding ist nicht tot. Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist das die Kugel, die wir suchen, oder ist das was anderes? Danke für das Leben. Vielen Dank für das Leben. Vielen Dank, viele von dir. Ach, das ist so ein Torfragment. Okay. Das brauchen wir wahrscheinlich sogar noch. Gut, dass ich zuerst hier durchgegangen bin. Nein. Egal.
war irgendwie unnötig knapp. Oh Gott. Ori! Okay. B. Komme ich denn eigentlich hier? Nein, gar nicht. Das ist so ein großes. Und es ist auch gesünder, hier durchzulaufen. Habe ich das Gefühl. Wer will hier schon leben? Okay, da hinten ist es schön. Nein, nein, böse Spinne. Ich brauche zwei davon. Und das ist schon das zweite. Okay. Aber ich will wissen, dass da oben ist. Oder will ich es nicht wissen, weil ich nicht hochkomme? Verdammt! Mann. Alles klar. Mist. Ja, ich... nein! Verdammt. Das Spiel ist gemein zu mir. Definitiv. Viel zu gemein. Ich will rein, 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 rein. Ich hätte speichern sollen vorher. Ach, so. Spinne! Du spinnst doch. Doch, geht doch. Danke. Ich bin runtergefallen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Verdammt. B. Danke. Ach Gott. Raus, da ist wieder rein. Gut. Ich wollte eigentlich hier doppelt springen, aber das ging vor irgendwie nicht. Das erst hier kriegt, wie mies ist das denn? Ha! Ah. Okay, passt. Oh, schön. Hallo? Oh, es ist schön. Blöder Frosch. Komm ich da wieder hoch? Nein, warum komme ich? Ich will da hoch. Und dann halt nicht. Ah, wieder so ein Baum. Ah. Oh. Ein Stammbaum. Lero lag hier. Sie war schnell und beweglich und durchschnitt die Luft. Drücke X, um das Licht zu absorbieren. Du hast den Doppelsprung gelernt. Drücke A, um in die Luft zu springen und drücke erneut. Ja! Ja! Cool. Mache ich sogar Schmerzen da oder was? Jetzt kann ich alles holen. Super, gefällt mir. Also Doppelsprung kann hier. Da bist du. Gummo, Gummo. Oh, ich krieg jedes Mal Gänsehaut bei dieser wundervollen Musik, ey. Speichern. Oh, mit Doppelsprung komme ich schon viel besser klar wie durch ihn. Jetzt heißt es doch beendet. Hatte ich hiervon nicht gespeichert? Ach so, ist nur eine Zielverbindung gleichzeitig aktiv. Okay, jetzt bin ich hier.
Okay. Du hast eine Energiezelle gefunden. Ja, jetzt haben wir Energiezellen. Wuhu. Jetzt haben wir 4. Oh, ich dachte gerade. Die Seelenverbindung ist bereit. Hier, das Kartenfragment wollte ich eigentlich noch einfügen. Oh Gott, ist das riesig. Da unten ist wieder so eine Statue oder was das da steht. Wir müssen noch darüber. Komme ich da überhaupt drüber? Nee, ich glaube nicht. Okay. Moment. Okay. Fast. Da muss ich darüber springen wahrscheinlich. Ah. Ich kann nämlich auch runtergehen. Dann machen wir nämlich jetzt das Vitaleffizienz. Sehr gut. Weil ich, wo immer so wenig Leben hat, der wird das sehr gut nutzen können. Ich glaube, wir gehen zuerst hier durch. Oh Gott! Kommen die hier ganz runter oder nicht? Ach so, ich muss noch runtergehen. Sag das doch! Komm schon. Schnell, schnell, schnell. Das war knapp. Da ist diese Säule. Ach, das ist so ein Tor, das man aktivieren muss. Ich habe jetzt hier. Ich glaube, ich muss das sogar machen, um hier dann weiterzukommen. Wie der Tastatur kennt das ja. Moment, aber hier drüben und so. Ja, hier ist das. Da muss ich hin. Um so ein Ding zu kriegen. Ha! Eine Fähigkeitszelle gefunden. Yay. Das mache ich nachher. So. Dann wollte ich nämlich hier eben durch. Ah, oh Gott. Ich habe mich voll erschrocken. Da unten ist wieder so ein Ding. Aber die strahlen die ganze Zeit. Wie soll ich das denn ohne machen? Komme ich denn da hin? Das ist ein Schalter. Muss ich hier vielleicht irgendwas aktivieren? Ah, das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht gesehen. Nochmal reinspringen. Gute Idee. Gute Idee, Rako, wirklich. Also sehr gut. Was ist das denn? Moment, ist hier was? Nö. Hier sind Fledermäuse. Da oben ist so ein. Verdammt, egal. Ich glaube, das können wir schieben, ne? Ich glaube, das könnte sogar sehr gut witzig sein. Röntgen damit. Ah, sehr gut. Kann ich das noch weiter schieben? Eigentlich theoretisch schon. Nein, kann ich nicht. Komme ich hier hoch? Kann sich mal kaputt machen. Ach mein, ist hier. Ah, okay. Ja, erstmal die Stacheln springen. Das ist eine gute Idee. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Ich sehe diese Stacheln nie. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Mann. Fuck. Ich könnte es abkürzen, das Ganze. So, weil man nur 3,5 Zellen braucht, um das Ganze zu aktivieren, kann ich das Ding holen. Ich bin clever, ne? Das kann ich dann nachher abholen.
Ja, das wollte ich zuerst das holen. Yay, yeah, yeah, Fähigkeitszelle. So, dann kann ich nämlich das auch öffnen. Jetzt kann ich nicht mehr speichern. Verdammt. Dann halt wieder das da. Schubsen wir das runter. Also wir haben gesehen, da ist nix. Jetzt sehe ich das Ganze auch. Ja, die Tastatur ist immer schön zu wechseln. Ah! Und was bringt das? Ach, das lenkt das um, oder? Muss ich das umkehren? Kann ich das drehen? Ich will das drehen. Ich will das drehen. Wirklich drehen möchte ich das. Ah! Oder muss ich das zu der Blume bringen? Ich glaube nicht. Das ist etwas doof gemacht, dass er das nicht mehr drehen kann. Dreht sich einfach nicht. Och nö. Wie, ich habe das jetzt verbuggt. Hier, es dreht sich fast. Komm schon. Du sollst dich drehen! Ah! War das nicht klar, dass sich das gar nicht... Da war sonst nix, ne? Also hier. Nö. Nö, jetzt hat sie sich gedreht. Ist. Okay, ich muss nichts dazu sagen. Oh Mann. Komm schon, schieß schon. Mitten auf meine Birne. Was ist? Eine Energiezelle, ne? Ja. Ach, das war nicht mal relevant. Du hast nichts gesagt. Und dann halt noch das da. Dann kommt das da. Ist das Ultrasinnverbindung? Wasseratmung. Cool. Sinnverbindung. Halb die Kosten der Sinnverbindung. Dreifachsprung. Ich möchte in Luft einen dritten Sprung. Oh. Ultraverteidigung. Und dann hier gibt es noch was. Ultrageistermagnet. Energieeffizienz. Fähigkeitenmarkierung. Geistereffizienz. Lebensmarkierung. Lebensmittel werden auf der Karte angezeigt. Energiemarkierung. Energiezellen auf der Karte angezeigt. Gespür. Ermöglicht es, Ohre durch Veränderung zu sehen und versteckt Bereiche zu finden. Das ist cool. Das ist sogar sehr gut. Streuflamme. Mehr Schaden auf Ziele. Ultrastoß. Erhöht den Schaden, um möglichst durch feindliche Formationen zu stoßen. Zündflamme. Erhöht den durch Geisterflamme versucht den Schaden noch mehr. Ultrastampfer. Vergrößert den Rasen und verursacht Schaden beim Stampfen. Schnellflamme, ermöglicht es die ganze Zeit schneller abzufeuern. Stichflamme explosieren, erwerbt Reiters, bla bla bla. Untersteuerflamme, okay. Ich bin gespannt am Ende, wenn man das alles hat oder so. Aber, liebe Leutchen, ich würde sagen, wir sehen uns nämlich gleich im nächsten Part wieder. Ne? Darum, ciao.